Nachwuchsmangel im Handwerk bewegt ja nicht nur die Gesellschaft, sondern eben ganz konkret die Betriebe, die dringend Fachkräfte in ihrem Gewerk brauchen. Aber es ranken sich eben auch einige Mythen um die fehlenden Fachkräfte und damit räumen wir jetzt in diesem Video auf und geben ganz konkrete Tipps, was Sie verändern müssen, damit Sie ein Magnet für gute Fachkräfte werden. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ganz speziell von Werkstattbetrieben, das ist unser Spezialgebiet und Werkstattbetriebe sind eben sehr oft in einem handwerklichen Umfeld und genau da kommt immer dieses Thema Fachkräftemangel eben sehr, sehr schnell hoch. Nachwuchsmangel im Handwerk, was für ein Dauerbrenner-Thema. Da gibt es in Talkshows und Reportagen tausend Gründe, warum Handwerker fehlen und warum keiner mehr einen Handwerksberuf lernen will. Aber ganz ehrlich, dieses Gejammere, das nervt mich ziemlich und deshalb teile ich jetzt in diesem Video meine Tipps, die meine Handwerkerbetriebe eben schon anwenden, seitdem ich mit denen arbeite und so das Problem für ihren Betrieb gelöst haben. Damit lösen Sie vielleicht nicht das gesamtgesellschaftliche Problem, aber in Ihrem Unternehmen werden Sie zum Magneten für gute Fachkräfte werden. Und um das Problem zu lösen, muss ich Ihnen jetzt gleich am Anfang eine bittere Wahrheit sagen. Es liegt nicht an den anderen. Wenn Sie keine guten Azubis oder Fachkräfte finden, dann liegt es eben nicht an der Gesellschaft, es liegt nicht an der Jugend, es liegt nicht am System oder an sonst irgendwas, sondern es liegt ausschließlich an Ihnen, Ihrem Betrieb und der Art und Weise, wie Sie das Thema Nachwuchs und Fachkräfte wirklich angehen. Also bitte ändern Sie erstmal so die Sichtweise auf das Thema und die Einstellung zum Thema Nachwuchsmangel. Übernehmen Sie also die Verantwortung für Ihr Unternehmen und für Ihre Personalprozesse. Und das ist eben Chefsache. Und wenn es um die Zukunftsfähigkeit Ihres Betriebs geht, eben erst recht Chefsache. Das ist eine wirkliche Prio-1-Aufgabe, an der Sie als Unternehmer wirklich arbeiten müssen, wenn Sie das Wachstum Ihres Unternehmens wirklich hindert und wenn Sie dringend Fachkräfte und Nachwuchs eben brauchen. Und wenn Sie Ihre Einstellung zu dem Thema wirklich reflektieren und gegebenenfalls ändern, ist das auch der größte und der wichtigste Schritt schon geschafft. Aber die Veränderung dieser Sichtweise ist eben die schwierigste und die, die auch am meisten schmerzt. Aber jetzt kommen wir zu den ganzen Tipps. Es haben zwar vielleicht einige Zuschauer das Video schon verlassen, aber jetzt ist eben dieser unbequeme Teil einfach mal ausgesprochen und auf dem Tisch, dieser große Elefant im Raum quasi, ist es mal benannt. Und für diejenigen unter Ihnen, die noch zusehen, kommen jetzt die praktischen Tipps zur Verbesserung. Also, wie gehen wir dieses Thema wirklich an? Erstens, Sie brauchen ein tragfähiges Fundament, warum man bei Ihnen arbeiten sollte. Und dazu gehören eben verschiedene Teilbereiche wie ein erstklassiges Betriebsklima, ein bemerkenswertes Leistungsportfolio in Ihrem Unternehmen, einen zeitgemäßen Führungsstil, Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter jeglicher Qualifikationsstufe und einen angemessenen Verdienst im Kontext zur körperlichen und geistigen Belastung. Auf die Punkte gehe ich jetzt im Video gleich nochmal Schritt für Schritt ein. Aber der zweite wichtigste Punkt ist, nachdem wir dieses Fundament gebaut haben, wir brauchen auch eine entsprechend moderne Kommunikationsstrategie, die den potenziellen Adressaten auch erreicht. Weil es bringt halt nichts, wenn Sie zwar ein erstklassiges Unternehmen sind, aber keiner weiß es. Kommen wir jetzt damit zum Fundament, nämlich dieses Thema Betriebsklima. Das ist die erste Säule eben, dieses Betriebsklima. Und da kann man eben sich überlegen, wie gehen denn die Mitarbeiter miteinander um? Und wie gehen Sie mit den Mitarbeitern um? Und wie gehen die Mitarbeiter untereinander miteinander um? Gratuliert man sich zum Geburtstag, vielleicht mit einem kleinen Präsent? Kennen Sie die Namen aller Mitarbeiter? Wissen Sie, wann die Geburtstag haben? Feiern Sie Erfolge wie den Abschluss eines wichtigen Projektes oder das erfolgreiche Ende einer Ausbildung, zum Beispiel eines Azubis? Also es sind solche betrieblichen Momente eigentlich auch dann tatsächlich positiv besetzt und geben auch dann später mit positiv um? Oder ist es eigentlich jedem wurscht? Gehen Sie auf die Vorschläge Ihrer Mitarbeiter ein und hören Sie auch aufmerksam zu, wenn die was sagen. Wie gehen Sie mit Fehlern um zum Beispiel? Gibt es Schuldzuweisungen oder sehen Sie einen Fehler wirklich als Chance zum Lernen, etwas besser zu machen und auch entsprechend dauerhaft abzustellen? Und das sind jetzt einige Beispiele, eben, die zu einem positiven Betriebsklima einfach mit beitragen. Der zweite Punkt für dieses Fundament ist auch das bemerkenswerte Leistungsportfolio. Also was ist das? Gerade das Handwerk zeichnet sich ja dadurch aus, dass man eben eine tolle handwerkliche Leistung und nicht unbedingt eine Massenfertigung wie die Industrie erbringt. Das ist ja genau Sinn und Zweck eben des Handwerks. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Dachdeckerei denken, dann ist es ja vermutlich ein gewaltiger Unterschied, ob Sie es Tag aus und Tag ein im Akkord Standardziegel auf eine Garage legen
oder ob sie ein kompliziertes Schindeldach zum Beispiel ihrer Dorfkirche neu eindecken. Was glauben Sie, was jetzt potenzielle Mitarbeiter wirklich spannender finden würden? Also solche tollen Projekte, solche Referenzprojekte, die sind enorm wichtig, dass man eben auch den Leuten zeigen kann, wirklich, was ist denn wirklich unser Leistungsportfolio, was können wir wirklich alles mit unserer handwerklichen Leistung? Und das sind eben Handwerker absolut spitze, aber sie reden halt nicht drüber. Oder wenn Sie jetzt der Inhaber einer Metzgerei zum Beispiel sind und anstatt nur die Standardgelbwurst neben die Standardsalami und dem Standardhinterschinken in die Auslage legen, naja, das ist es halt, machen halt alle. Ja? Aber ob Sie eine großartige Wurstwaren herstellen, ob Sie Feinkostsalate machen und ob Sie vielleicht ausgefallenes Fleischangebot haben, wie zum Beispiel Dry Beach Beef, was Sie eben selbst reifen lassen in Ihrem entsprechenden Reifekammer oder spezielle Schnitte, zum Beispiel wie bei Brisket oder Tomahawks anbieten, das ist halt was anderes. Und das ist eben auch was, was eben Jüngere, die vielleicht mit einem Fleischerhandwerk liebäugeln, ob sie das lernen wollen, vielleicht auch eher anziehen könnte. Und natürlich sind diese ganzen Sachen aus der Metzgerei eben nicht fremdbezogen, also den Salat aus dem Eimer eben halt nicht, sondern eben alles selbst hergestellt, eben nach eigenen Rezepturen. Und solche bemerkenswerten Leistungen ziehen einfach eher an. Führungsstil ist auch so ein Thema wieder, was man heute mit einem herrischen Führungsstil und mit einem Verhalten wie der Herr Generaldirektor 1971 keinen Blumentopf mehr gewinnt, sollte eigentlich klar sein. Aber wie sieht denn jetzt so ein moderner Führungsstil wirklich aus, der Wert eben auf Ergebnisse legt? Also ein guter Führungsstil ist eben dadurch geprägt von Respekt, von gegenseitigem Vertrauen und von Verantwortung, die man eben dem Team überträgt. Das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, aber ich habe eben leider Gottes genug Betriebe gesehen, bei denen der Chef die fehlende Hirnmasse der Mitarbeiter beklagte oder eben als Micromanager eben alles selbst erledigen musste. Und zum Thema Micromanagement haben wir ein extra Video gemacht, weil es eben auch viele wirklich betrifft, sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte. Das sollen Sie sich unbedingt mal anschauen. Es ist wirklich sehenswert, die Hintergründe mal zu verstehen, was Micromanagement vor allem auch mit einem gesundheitlich macht. Aber den Gipfel der Geringschätzung habe ich einmal erlebt, als der Inhaber eines Elektrobetriebs mit rund 40 Mitarbeitern einen wirklich erfahrenen Gesellen vor der versammelten Mannschaft zusammengefalten hat, weil ihm halt irgendein Fehler unterlaufen ist. Und ganz ehrlich, das war so unter der Gürtellinie, da habe ich mich wirklich fremdgeschämt. Ja, alleine die Ausdrucksweise war wirklich zum Schämen. Das ist einfach nicht würdig, dass man eben so mit seinen Leuten irgendwo umgeht. Das funktioniert nicht und das ist ein absolutes No-Go. Also möchten Sie wirklich in so einer Firma arbeiten? Ich definitiv nicht. Und wie man seinen Führungsstil sofort eben verbessern kann, das haben wir eben auch in einem Video für Sie erläutert. Da gibt es ein extra Video zu den Hintergründen für den perfekten Führungsstil und 5 konkreten Tipps, wie Sie die sofort eben anwenden können, damit Ihr Führungsstil ab morgen besser ist. Schauen Sie das mit rein, es zahlt sich also wirklich aus, gerade eben für Führungskräfte und Chefs eben in den jeweiligen Betrieben. Und welche unterirdischen Führungsstile haben denn Sie eigentlich schon erlebt? Weil das ist ja immer irgendwo so, wo dann die Geschichten also hochkommen. Oder sind Sie vielleicht ein junger Chef, der gerade einen Betrieb übernommen hat und genau das, wie er es eben als Jüngere eben erlebt hatte, eben nicht mehr möchte, sondern sich verändern möchte? Dann schreiben Sie mir das doch mal in die Kommentare rein. Wir greifen Ihr Feedback dazu immer wieder auf in Videos und geben also Tipps, wie man das eben anders oder besser machen kann. Entwicklungsmöglichkeiten. Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten Sie Ihren Mitarbeitern? Und damit meine ich jetzt eben keine Titel oder hochtrabenden Funktionen, sondern eben, dass man sich auf ein bestimmtes Thema spezialisieren kann oder eben auch mal was ausprobieren darf. Zurück zu unserem Beispiel aus der Metzgerei. Dürfen Ihre Gesellen eben auch mal eigene Rezepte ausprobieren? Oder schicken Sie zum Beispiel ganz bewusst mal an den Mitarbeitern zu einem befreundeten Betrieb in einer anderen Region, um dort mal für eine gewisse Zeit was anderes zu lernen? Also andere Arten Fleisch und Wurstwaren herzustellen, zum Beispiel andere Rezepturen. Das müssen ja wirklich keine Gesellenjahre auf der Walz sein, aber 6 Wochen woanders sind mit Sicherheit ein großer Gewinn, sowohl für die Persönlichkeitsentwicklung des Mitarbeiters, als auch eben für das handwerkliche Können, was er dann in Ihren Betrieb entsprechend zurückbekommt. Wenn Sie jetzt so eine Idee mit so einem Austausch und so weiter einfach nur sehen als Kostenfaktor, dann ist der ja nicht da und arbeitet nicht. Dann ist es eben genau wieder diese Einstellungssache, sondern man sollte eben gucken, dass man solche Entwicklungsmöglichkeiten wirklich schaffen kann und gemeinsam eben durchgeht, wie man sowas gestalten kann und auch der Betrieb das entsprechend stemmen kann. Wie gehen Sie zum Beispiel auch mit dem Wunsch nach dem Besuch der Meister- oder Technikerschule um? Fördern Sie das wirklich oder sehen Sie nur den abwesenden Mitarbeiter und eben danach die hohen Gehaltsforderungen, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat? Also ich habe Betriebe kennengelernt, die genau eben das gemacht haben. Andere Betriebe haben das wirklich gefördert und haben eben gesagt, pass auf, in der Zeit, wo du nicht da bist, wir bezahlen dir sogar ein Taschengeld, das du auch wieder verwenden kannst in deiner Zeit der weiteren Ausbildung und Fortbildung zum Techniker und zum Meister.
Aber danach erwarten wir auch, dass du mindestens 3 Jahre zum Beispiel zurück in den Betrieb kommst und eben bei uns mitarbeitest. Dafür unterstützen wir dich entsprechend. Das kann man sowas gestalten. Ne? Also kann sich ein Mitarbeiter zum Beispiel auch zu einem Vorarbeiter entwickeln oder für sein Team Führungsaufgaben wahrnehmen. Also der Kapo am Bau, gibt es sowas bei Ihnen? Kann man sowas auch entsprechend entwickeln und jemanden da entsprechend heranführen, damit man eben Mitarbeiter auch gezielt eben entwickeln kann? Und da gibt es noch ein ganz tolles Beispiel. Sie kennen vielleicht diesen japanischen Superschnellzug, diesen Shinkansen. Und dieser Shinkansen wird auch nach jeder Reise entsprechend dann eben gereinigt. Und die Damen, die diese Reinigungsdienstleistungen erbringen eben in Japan für diesen Zug, das sind Damen, die also aus einfachen Verhältnissen kommen und die sehr schwer hatten, sonst entsprechende berufliche Anstellung zu finden. Also das ist sehr schwieriges Umfeld, das Ganze. Aber diese Reinigungsdamen haben es wirklich geschafft, dass also ein komplettes Zugabteil innerhalb von 7 Minuten von diesem Shinkansen picobello sauber ist. Und das ist geschafft worden dadurch, indem man wirklich diese Mitarbeiter eingebunden hat, tatsächlich überlegt hat, wie ist der ideale Ablauf, um einen solchen Zug perfekt zu reinigen? Welche Handgriffe sind dafür notwendig? Die sind entsprechend alle standardisiert worden. Und es ging dann sogar so weit, dass die Reinigungsdamen eingeladen worden sind zu den Herstellern von diesen Zügen und bereits beim Design der Waggons und des Interieurs, also dem Mobiliar, die Sitze und die Tische und so weiter, sind die entsprechend mit einbezogen worden, um die so zu designen, damit sie danach möglichst leicht und schnell reinigend geht. Also, es ist nicht die fehlende Hirnmasse, wie mancher Betriebsinhaber vielleicht beklagt, sondern es ist auch letztendlich die Frage, traue ich es meinen Mitarbeitern zu, dass sie wirklich Dinge mit voranbringen, dass sie sich entwickeln können. Und all das sind wirklich die Möglichkeiten, die andere Betriebe vielleicht nicht bieten und die junge und motivierte Menschen aber trotzdem anziehen. Deswegen sollte man das eben entsprechend fördern und eben auch ganz klar rausarbeiten und aufzeigen, was in ihrem Betrieb eigentlich alles möglich ist. Und das Thema Bezahlung am Ende jetzt hier von diesem Fundamentteil des Videos. Der Lohn oder das Gehalt soll natürlich nicht der letzte Grund sein, warum ein Mitarbeiter bei Ihnen bleibt. Ja, letztendlich muss man mit dem Geld ja eine Existenz oder eine ganze Familie ernährt werden. Aber das Gehalt sollte doch auf jeden Fall einen Ausgleich für die tatsächliche körperliche und geistige Belastung eben darstellen. Also jemand, der in sengender Hitze ein Schieferdach eindeckt, ja, oder der also in einem Restaurant professionell die Gäste bedient und dabei Dutzende von Kilometern am Tag läuft, das soll auch dafür seinen gerechten Ausgleich bekommen. Und jemand, der im Büro die Projekte und deren Termine virtuos jongliert, muss vernünftig davon leben können. Ja? Und letztlich bezahlen die Kunden auch für termingerechte Leistungserbringung, im Fall jetzt eben des Projektierers, oder eben den perfekt aufmerksamen Kellner eben als Beispiel im Restaurant. Das wird ja letztendlich wertgeschätzt und auch letztendlich auch bezahlt. So, Sie sehen also diese genannten Punkte. Wie ist denn da jetzt Ihre Meinung dazu? Wir haben jetzt da dieses Fundament gerade mal besprochen. Ich bin da sehr auf Ihre Kommentare gespannt, wie Sie diese Punkte, die wir gerade angerissen haben, wirklich sehen, was Sie als gut umsetzbar sehen, vielleicht wo Sie auch Schwierigkeiten haben. Schreiben Sie das mit rein. Wir würden das gerne aufgreifen wollen in vertiefende Videos oder auch Tipps geben, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen zu schnell war, um das noch mit den Lesern zu beschreiben. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Sie haben jetzt das Fundament gelegt für guten Nachwuchs im Handwerk entsprechend aufzuzeigen, was in Ihrem Betrieb alles möglich ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil und das ist ein ganz, ganz wichtiger, die Kommunikation. Also wenn das Fundament steht, muss man es eben auch darüber reden. Tue Gutes und rede darüber, sagt ein altes Sprichwort. Denn wenn niemand weiß, wie klasse Ihr Betrieb ist und wie gut Ihr Team aufgestellt ist, dann tut man sich eben wirklich schwer, neue Azubis und neue Mitarbeiter eben zu finden. Also müssen Sie systematisch an Ihrem Marketing als Arbeitgeber arbeiten. Da spielen zum Beispiel Bewertungen auf den diversen Portalen eben eine sehr große Rolle oder eben auch eine erstklassige Website, die man eben hat, auf der Ihre Mitarbeiter selbst zu Wort kommen, wo man vielleicht auch Videos einbinden kann, die was dazu sagen oder eben auch die entsprechenden Posts in den sozialen Netzwerken. Also wenn Sie zum Beispiel Geburtstage Ihrer Mitarbeiter wirklich feiern oder wenn Sie Projekterfolge feiern, dann schreiben Sie das eben halt in die sozialen Netzwerke. Das bekommt die Aufmerksamkeit und bekommt die Sichtbarkeit, dass das eben auch tatsächlich so gelebt wird, wie Sie es dann vielleicht in einem möglichen Bewerbungsgespräch auch erzählen. Und wenn Sie ein Gewerk ausüben, das wegen der Arbeitszeiten oder der Art der Arbeit schon unattraktiv erscheint, zum Beispiel Bäcker, die sehr, sehr früh aufstehen müssen, oder eben Metzger, die Probleme haben mittlerweile bei dem Thema Fleischverarbeitung und Tierwohl, dann gehen Sie doch in die Offensive damit. Gehen Sie doch in die Schulen und präsentieren Sie eine Schulstunde
aber bitte eben nicht erst in den Abschlussklassen, sondern eben schon deutlich davor. Da müssen Sie wirklich sagen, okay, das ist eine langfristige Investition, wenn ich jetzt zum Beispiel erst in die Schulen gehe und dort entsprechend eine Stunde gestalte, damit ich eben in 3, 4, 5 Jahren bei den Kindern immer noch im Kopf bin, Mensch, das wäre doch ein Betrieb, wo ich vielleicht eine Lehre anfangen könnte, was mir vielleicht auch Spaß machen könnte. Und viele Lehrer sind wirklich dankbar, wenn man mal was wirklich Praktisches in der Schule macht, was sie eben nicht selbst vorbereiten müssen. Das kann also mal, was ich, eine Werkstunde sein mit Holz- oder Metallbearbeitung zum Beispiel. Oder Sie können auch Schulklassen mal in Ihren Betrieb einladen und dort mit den Kindern mal einen spannenden Tag verbringen. Mal Kuchen backen zum Beispiel wie die Profis, jetzt im Bereich Bäckerei und Konditorei zum Beispiel. Oder eben auch mal selber vielleicht ein paar Bratwurst herstellen oder irgendwie sowas machen, die man eben dann zu Hause die Kinder mit ihren Eltern wirklich grillen können. Also sogar dieses, ich gebe dann das, was ich produziert habe, noch mit. Das ist natürlich was, was unheimlich emotional bindet. Und wenn Sie das konsequent wirklich als Marketingstrategie verfolgen und nicht nur als Kostenfaktor sehen oder als Zeitfresser, sondern als wirklich als Investition in Ihr Unternehmen verstehen, damit werden Sie dann wirklich diesen entsprechenden Erfolg haben. Das wird sich langfristig auszahlen. Sie werden sich als Arbeitgeber in Ihrer Region wirklich so positionieren, dass Sie eben gefragt sind, dass die Leute eben bei Ihnen eine Tätigkeit aufnehmen wollen oder eben auch eine Ausbildung bei Ihnen beginnen wollen. Und wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da eben ganz viele davon. Man muss es halt tun. Man muss es eben machen. Und damit lösen zwar jetzt nicht den Nachwuchsmangel in ganz Deutschland, aber Sie lösen den Nachwuchsmangel eben in Ihrem Unternehmen. Und ich weiß, meine Ideen, die polarisieren vielleicht manchmal, aber in unseren Kundenunternehmen haben sie wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und damit haben wir zumindest dieses Problem quasi in den Kundenunternehmen wirklich lösen können. Dann schreiben Sie mir doch mal Ihre Meinung dazu noch in die Kommentare. Ich würde mich wirklich gerne eine Diskussion dazu starten wollen und Ihre Antworten wirklich auch und auch die Hindernisse in den weiteren Videos aufgreifen. Also wenn Sie mir nichts Nein schreiben, kann ich dazu sagen. Deswegen ab in die Kommentare damit. Ich würde dieses Thema gerne wirklich aufgreifen wollen, damit wir das für die Betriebe wirklich gelöst kriegen. Und deshalb abonnieren Sie jetzt auch unseren Kanal und klicken Sie auf das Glöckchen, damit Sie die Antwortvideos natürlich nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Hustlext, Ihr Axel Schröder.